Hallo und herzlich willkommen zu Martinas Kochshow. Heute gibt es 3 Folgen Kindergeburtstage. Und das Schöne an Kindergeburtstagen, man kann sich austoben, man kann viel machen und man hat abends sicherlich so einen schönen Tag hinter sich und kann gut schlafen. Aber in der ersten Folge geht es um Präsente. Und ich habe zu Hause in meiner Kiste gekramt und mal 2 Einladungskarten von meinen Kindern rausgesucht. Ich mache in der ersten Folge Präsente und ich zeige euch die Tischdeko, wie man sie machen könnte. Aber egal wie alt die Kinder sind, Pappteller gibt es in allen Variationen. Ob vom Fußball, ob Tiermotive. Man bekommt sie in allen Variationen. So, ich fange an. Ich habe das so gehalten im Kindergarten. Man sagt immer so, 4 Teile nimmt man mit. Und ich habe natürlich die Kindergärtnerinnen und Lehrer nicht vergessen. Ich habe meine Kinder immer fleißig interviewt, wie viele Lehrer sie haben und wie viele Kinder denn ungefähr da sein könnten. So, ich habe das so gehandhabt. Ich lege mal meine Karten weg. Ich habe das so gehandhabt, weil die Kinder im Kindergarten ja noch relativ klein sind und so unbedacht, habe ich es immer in Servietten gepackt, um dann erstmal zu verhindern, dass es unterwegs nachher noch verloren geht, bis sie dann irgendwie auf dem Stuhl sitzen oder sich in der Kuschelecke, wie es manche Kindergärten haben, zurückgezogen haben. Und das Essen habe ich einfach immer 4 Teile in eine Serviette gepackt. So, bei den Großen, ob nun 6. oder 8. Klasse, denen ist das auch egal. Habe es in eine Serviette gepackt. Man kann es gut zur Schule oder zum Kindergarten transportieren. Und habe es dann dort an die Kindergärtnerinnen abgegeben oder beziehungsweise den Großen in die Schule mitgegeben. Die haben sich dann selbst drum gekümmert. Die andere Variante ist halt, wie gesagt, dass man die kleinen Tüten nimmt. Die haben wir auch gemacht. Nach Ende vom Kindergeburtstag habe ich dann die Tüten gepackt. Da habe ich den Kindern auch Süßigkeiten reingetan. Je nach Menge habe ich die Tüte immer gefüllt mit kleinen Leckereien für den Heimweg. Ein Kindergeburtstag, der darf sich ruhig lohnen, denke ich mal. Ne? So, man kann es auch für die Schule nehmen oder für den Kindergarten, die kleinen süßen Tüten. Ich habe es gemacht nach dem Kindergeburtstag, ne? Als kleines Präsent. Und Dankeschön, dass sie da waren. Und meine Tochter hat die dann oder mein Sohn oder meine Söhne viel mehr verteilt. Ne? So, das sind die Präsente. So kann man sie machen. Und ganz wichtig ist immer, vergesst die Lehrer und die Kindergärtnerinnen nicht.